Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding und der vermutlich letzten Episode. Ist nur so eine Vermutung, ich weiß es nicht. Wir werden auf alle Fälle mal rausgehen und werden uns mal ein bisschen bewaffnen. Und werden dann unseren letzten Knoten verbinden. Was bestimmt gut enden wird. Und ich freue mich schon auf den Bosskampf, den ich bestimmt am ersten Mal natürlich schaffen werde. So wie immer. Ich hoffe wirklich, die Story mit ihm wird noch irgendwie aufgelöst. Ja, das ist auch noch so ein gigantisches Fragezeichen. Bist du noch da, Sam? Nein. Nimm den Aufschlag am Terminal an, bevor du aufbrichst. Naja. Aufträge für Sam, Lieferung. Ja, okay. Ach, GD, schlechtes Wetter. Einfach mal alles. Okay. Da ist es, Sam. Edge North City, das letzte Teil des Puzzles. Um sie ins Netz zu integrieren, reicht dein Qubit allein allerdings nicht aus. Du musst auch einen Netzwerkaktivierungsschlüssel liefern. Aus Angst vor terroristischen Übergriffen haben wir ihn sicher verwahrt. Er liegt in diesem Verteilerzentrum und verstaubt. Bis heute. Hol ihn am Terminal ab und bring ihn nach Edge North City. Glücklicherweise scheinen die automatisierten Systeme im Verteilerzentrum noch zu funktionieren. Nach dem Einsatz des Schlüssels sollte automatisch eine Verbindung zum Hauptnetz hergestellt werden. Ein Wort der Warnung, Sam. Der Aktivierungsschlüssel ist einzigartig. Es ist vollkommen unmöglich, einfach einen neuen zu drucken. Er ist ein Unikat, unersetzlich. Du darfst ihn unter gar keinen Umständen verlieren und auch nicht kaputt machen. Hast du verstanden? Wenn es je eine Lieferung gab, die ankommen muss, dann diese. Wir zählen alle auf dich. Ein ferngezündeter Granatwerfer. Er verschießt Explosivgeschosse, wie du vielleicht schon erraten hast. Man kann ihn je nach Bedarf mit einer... Ja, mir ist schon klar, was er macht. Aber ich will den irgendwie auch nicht haben. Was ich aber dafür gern hätte, sind Waffen. So ein nicht tödliches Sturmgewehr Stufe 3. Im Besitz Pickern 2. Blutgranaten fände ich jetzt irgendwie auch noch ganz cool. Okay. Ja, machen wir mal. Alles umladen. Wir sind ein bisschen beladen. Und das da kannst du gern da lassen. Das brauche ich nicht. Blutgranate, Blutbeutel haben wir zweimal. Ja. Ja, wird schon passen, denke ich mal. Aufbrechen. Auftrag zugewiesen. Okay. Dann gehen wir mal. Bitte dranbleiben. Gute Reise. Dankeschön. Oh, cool. Noch so ein Teil. Wollte ich mit dir irgendwo hin? Keine Verbindung. War ja klar. Rein auf der Karte. Ja, eigentlich müssen wir immer noch geradeaus. Ich glaube, so wirklich falsch können wir hier ja eh nicht gehen. Aber es sieht halt nicht wirklich belebt hier aus. Ups.
Was ist jetzt gemacht? Hallo, hallo, hallo. Hier sind Leute. Oh, schlechtes Wetter, na, wer hätte es gedacht. Einmal geht dies zum Mitnehmen. Ah, meine Lieblingsanimation. Spürst du das? Okay, dann seht ihr, glaube ich, jetzt zum allerersten Mal die Munitionstyp. Ja, ist auf Blut. Okay. Die nette Waffe hier. Oh, mal kurz stehen bleiben. Ich sehe sie noch nicht. Aber direkt vor uns soll sie sein. Sehen wir noch nichts. Okay, wollte gerade sagen, ich kann nicht mehr steuern. Was ist das? Okay. Die da weiter oben, muss ich die irgendwie beachten? Ja, danke für die Info. Kann ich doch nicht alle abschießen. Alter, es ist jetzt... Gut, da vorne ist nochmal ein Unterstand. Komm her. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wie komme ich hier weiter? Komm, geh mal hoch. Ja, Gott sei Dank habe ich da die Waffe mit. Moment mal. Da hat es einen großen Kristall. Ich muss den einfach. Komm her mal. Ich hätte den Kristall da gerne. Nice. Weswegen gehst du ab? Ach so, wegen ihnen da. Ich glaube, sollte da irgendwie runter. Sorry. Hopp. Was? Was sollte das denn jetzt? Na. Jetzt ist Zeugs da unten. Alter. Ibi, komm, beruhig dich. Ist alles okay. Irgendwie ist unten was. Das ist eine Kletterverankerung von mir.
Ich muss ja noch mal eins weiter runter. Nein, 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 nein. Habe ich jetzt schon wieder was verloren? Nee. Komm, gib her. Ja, geil, jetzt bin ich wieder ganz unten. Aber immerhin, Kristalle zum Einsammeln. Boah, das ist sogar recht viel. Hä? Was ist? Wo? Vor mir? Warum ist er rot? Was geht mit dem ab? Warum ist das rot? Oh. Oh, da liegt ja noch was von mir. Okay, die Dinger explodieren voll. Komm jetzt. Runter. Alter, wie viel brauchst denn du? Dankeschön. Okay, Unterstand. Da gehen wir mal kurz drunter. Zeit im zeitregen Unterstadt verbringen. Kann ich nicht machen. Geil. Kurz mal die Richtung checken. Nee, da braucht das weiter. Irgendwie unten ist noch was. Wo? Ach, da. Da ist aber noch einer. Nee, doch nicht. Jetzt geht er mit oben. Ja, irgendwie da runter. Aber ein Haufen Kristalle. Nein. Nice. Nicht hinfallen. Ich nehme die ganzen Kristalle hier mit. Boah, geil. Richtige Schatzkammer. Oh, komm, nimm die Anno. So, hier irgendwie rauf. Oh, vor uns. Hä? Wo denn? Wo? Ach da. Noch einer? Nee. Oh, ich würde sagen hier. Ich weiß ja nicht, bringt das wirklich was, dass wir das hier anschließen? Ich meine, hier ist irgendwie alles zerstört. Okay, das ist einer von denen, die mehr brauchen. Ich liebe diese Waffe. Geil. Noch einer? Ja, da hinten. Der ist da hinter diesem, was
LKW oder was das ist. Ich glaube, der glitscht hier ein bisschen. Ich sehe die Abdrücke, aber ich sehe ihn nicht. Ja, sonst machen wir ein bisschen ein auf Schleichen hier. Aber das ist auch voll scheiße, wenn ich ihn nicht sehe. Oder ich tue ihn. Aber ich habe ihn getroffen. Okay, er ist tot. Sonst noch ein? Nee, ich glaube, das war's. Komm, auf hier. Wo ist der nächste? Ah, da. Nice. Was? Das war's? Okay, cool. Dann kann man hier wieder Gas geben. Hier runter. Jetzt komm! Guck mal nicht so. Das war jetzt gar nicht so hoch. Und jetzt wieder nochmal. Alter, das. Dann hättest du doch gleich durchgehende Zone machen können. Bitte sag mir, dass es nicht mehr allzu weit ist. Nee, es ist nicht mehr allzu weit. Geil, und meine Materialien sind fast im Arsch. Wo? Bist du tot? Ja. So, das nehmen wir mit. Alla. So, der nächste. Hey Baby, du musst wirklich keine Angst haben. Ich hab eine Waffe. Stichwort Waffe, die sollte ich vielleicht mal wechseln. Wir gehen mal auf dich. Oh, so ein großer. Cool. Ey, was? Hab ich nie übersehen? Ja, da unten ist noch einer. Komm her. Wieso tauchst du da nicht auf? Ja, das kann doch nicht sein. Oder ist das so ein Baby? Komm. Okay, ist glaube ich tot. Naja, aber der Typ da hinten. Okay, das war's. Baby, bitte halt durch.
Wo? Oh. Nice. Einmal aufgeräumt. Wo denn? Nice. Du, leider ein Autoexemie. Ja, wow. Er hat einen autotoxämischen Schock erlitten. Ohne sein Gespür reagiert dein Motorraddeck nicht mehr auf GDs. Du musst also vorsichtiger sein. In einem privaten Raum kannst du seine Funktionalität wiederherstellen. Ja, ich will mal sehr hoffen, dass ich da im privaten Raum jetzt nutzen kann, weil sonst habe ich ein Problem. Boah, wer wohnt denn hier noch? Die ist alles im Arsch. Ja genau, und jetzt hört es auf zum Regnen. Jetzt, wo ich da bin. Ah, danke dir, Spiel. Dankeschön. Ja, ja. Alles gut, Baby. So, dann einmal aktivieren. Liefern, Fracht. Los geht's. Okay. Gültige Aktivierungsschlüssel bestätigt. Verbindung mit Knotennetzwerk wird hergestellt. So, komm, automatisch. Jetzt geht dann vermutlich der Busfight los. Ich hoffe, ich kann noch mal Sachen herstellen. Aber eigentlich würde ich gerne mal ins privaten Raum mal kurz rein. Der letzte Knoten müssen wir jetzt nicht noch mal machen. Nice. Aber es hat noch Zonen, die nicht verbunden sind. Vierfacher Raketenwerfer. Das klingt nach Spaß. Okay, ja, nicht sehr viel Nützliches hier. Wir haben es geschafft, Sam. Jetzt umspannt das chirale Netzwerk den ganzen Kontinent. Unsere Nation ist wieder vereint. Wetten, dass das Netzwerk wie so eine Waffe dann sein wird. Auch wenn Terroristen oder andere uns jetzt angreifen und sogar einen Knoten zerstören können, überlebt das Netzwerk. Alles läuft jetzt über den Strand und der Strand wird uns zusammenhalten. Aber wir dürfen noch nicht ruhen. Einen Job musst du noch erledigen, Sam. Die neue Nation ist noch ohne Führung. Und nur eine Frau ist eine würdige Nachfolgerin Bridget Strands. Eine Frau, die seit ihrer Geburt für dieses Vermächtnis bestimmt ist. Amelie, sie ist da draußen und braucht deine Hilfe. Ja, ich glaube, du wirst sie zweckentfremden. Und halte nach Higgs Ausschau. Vielleicht hat er sie inzwischen schon aufgespürt. Jetzt, da Hedge Not City verbunden ist, sollte sie zu deinem privaten Raum unterwegs sein. Also begib dich dorthin und warte. Okay, cool. Na, da wollte ich eh hin. Du bist zu mir gekommen. Ich wusste es. Sam, ich bin's. Amelie? Ich
Ich muss dir etwas sagen. Ich bin die Extinktionsentität. Die chirale Dichte steigt schnell an. Kontakt. Ja. Es wird empfohlen, sich kampfbereit zu machen. Was du nicht sagst. Kontakt mit unbekannter Bedrohung steht direkt bevor. Kann ich sonst noch irgendwas machen hier? Komm, wir gehen nochmal duschen, jetzt wo die Kacke am Dampfen ist. Hä? Hey, warum geht überspringen nicht? Ah doch, jetzt. So, gerade nochmal schnell Toilette nutzen. Bitte gib mir Granaten und so. Yes. Okay, hör dann. Gehen wir mal raus. Ja, ja. Kontakt steht bevor. Es wird empfohlen, sich kann. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon dabei. Lass mal schauen. Ausrüstung herstellen. Vierfach-Raketenwerfer kann mit Blutraketen. Blutraketen. Alles klar. Mach mal drei davon. So, nicht tödliches Sturmgewehr. ...720 Munition. Blutgranate. 3. Okay. Dann wären wir hier ziemlich voll. Alles umladen. Okay, irgendwas kann ich hier nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass ich jetzt... Schaden. Munition 30 von 150. Was kann ich da noch? Irgendwie Blutgranaten habe ich. Ich glaube, das nehme ich nicht mit. Blutgranate Stufe 1. Das ist fast im Arsch. Also lassen wir es da. Benutzt Blutbeutel. Lassen wir da. Das würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Ich glaube, ich bin echt ein bisschen zu überladen. Für einen fetten Kampf. Warte mal, wir nehmen jetzt schon mal... Raketenwerfer würde jetzt noch nicht. Anti-GD, Handfeuerwaffe. Nicht tödliches Sturmgewehr. Seriously? Oh, Amelie ist da vorne drauf. Ich verstehe jetzt, warum ich einen Raketenwerfer brauche. Was zur Hölle?
Schlüsse. Ein komplettes chirales Netzwerk, das ganz Amerika überzieht und an die schönen kleinen Knoten. Ich hab's doch gesagt, das wird eine Waffe. Ich hab die ganze Welt in meiner Hand. Wir hatten 5 Massenaussterben, jedes verursacht von einer Extinktionsentität. Und jetzt ist es Zeit für Nummer 6. Ich rede nicht über das Aussterben einiger Dutzend Arten, nein. Das ist das Größte von allen. GD-Antimaterie, die alles Leben in die Leere stürzt. Und es wäre nicht möglich gewesen ohne einen Pfadfinder wie dich, der uns wieder vereinen will. Wie sieht's aus? Komm! Blicke dem Ende ins Auge. Amelie? Sam! Das große Werk ist fast vollendet. Alle Knoten sind verbunden. Bald verschmelze ich sie und alle Strände der Menschheit zu einer einzigen Küste. Und dann beginnt ein einmaliges Aussterben. Es wird alle anderen in den Schatten stellen. Das Letzte. Das ist meine Bestimmung. Was zum Teufel hat er dir angetan? Die letzte Strandung. Der Grund für meine Existenz, die erste, war nicht mehr als ein Auftakt. Mittlerweile hast du es doch sicher begriffen. Dooms, Leute wie wir, sie ist der Quell des Ganzen. Die Albträume, die uns plagen, die Visionen von einer unausweichlichen Zukunft. Klingelt da was? Alles Gute zur Dooms-Apokalypse, Sam! Na, fick dich! Sam. Verstehst du es nicht? Du kannst es beschleunigen oder verlangsamen, aber du kannst nicht aufhalten, was wir begonnen haben. Lieber zumindest versuchen. Selbst wenn du mich besiegst, du kannst sie nicht retten. Denn das hier ist unumkehrbar. Jetzt komm und hol mich. Okay. Kann ich mich jetzt bewegen? Wir wechseln gerade mal direkt zum Raketenwerfer. Blutbeutel leer. Was genau passiert hier? Zeit für einen Neuanfang. Es kann weitergehen. Muss ich ihn treffen oder was?
Warte mal. Wir sind da leer ablegen. Nein, fuck. Komm, schieß. Oh, warte mal, ich muss die Dinger hier weg loswerden. Oh fuck. Oh, sonst irgendwo einer? Oh, Raketenwerfer. Komm. Abladen. Alter, Raketenwerfer. Scheiße, ich hab fast kein Blut mehr. Bist völlig entkräftet. Gib dir eine Bluttransfusion oder ruh dich aus, bevor du umgibst. Warte mal. Feldflasche. Zeitregel ist an das Wasser. Die Kontaktbefälschungen kommen, werden absorbiert. Tatsächlich stellt umgehend eine kleine Blutmenge wieder her. Seh auf. Komm her. Oh fuck. Nein. Schieß. Fuck. Ablegen. Alter, wir haben's fast. Antike die Handfeuerwaffe. Sturmgewehr. Komm. Nicht genügend Blut. Ah, fuck. Warte mal. Bitches Energy. Scheiße. Ich muss hier weg. Komm, lass mich doch auf. Hallo. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich hab kein Blut mehr. Ah, so ein Scheiß. Hab ich doch noch was? Da war's. Ja, ich habe eine Blutgranate noch. Fuck, was soll ich denn? Allah. Zeitungsführung erleichtert dich andererseits Leute, die das eigens zu. Ja, so eine Scheiße. Ich kann gerade nichts machen. Das wird es jetzt aber nicht gewesen sein, oder? Oh Gott sei Dank, aber puh, Blutbeutel.
Warum dieses Geschwien danach? Das zerstört voll die Stimmung. Alter. Amelie! Amelie! Oh fuck, er ist nicht tot. Geht's gut. Und das Sterben liegt vorerst auf Eis. Lass sie los! All das für einen Wiederkehrer. Verschwendung. Schieß doch zurück, du hast eine Waffe. Gut, wir machen weiter, wenn du dann mal tot bist. Hex! Wir sehen uns am Strand für das große Finale. Nee, er stirbt jetzt nicht, oder? Oh, doch. Also 10 andere Spieler begegnen Brüsien. Okay. Soll ich... Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Wer ist er hier? Oder ist es über mir? Was willst du für zum Scan antippen? Erdal. Soll ich zu dir? Ah, Etal. Bin nur mit ihm hergestellt. Wiederkehren. Boah, das ist so eklig, ganz ehrlich. Okay, alles wieder heil. Okay. Verdammt, Hicks hat sie zum Schrank gebracht. Sie dürfen nicht entkommen. Es muss möglich sein, sie irgendwie einzuholen. Beeilung, Sam. Es steht viel auf dem Spiel. Wenn du Hicks nicht aufhältst, missbraucht er Amelie, um seine Dooms-Apokalypse auszulösen und unsere ganze Holy shit, that's down auf dem Kristalle. Oh, Blutbeutel. Immer her damit. Weiß. Oh. Nicht umfallen. Alter, die ganzen Kristalle da. Oh ja, gib. Einsammeln. Oh, geil. Aber das würde ich immer hoffen, wenn ich da so ein fettes GD da platt mache. Boah, geil. Es ist ja wie Weihnachten. Geil. Okay, soll ich die anderen auch gerade noch holen? Sehr geil. Sturmgewehr Stufe 2. Na, ich hätte eigentlich gern nicht tödlich. Wobei ihn muss ich dann vermutlich umbringen. Okay, lass mal ganz kurz ins Inventar schauen. Fracht. Fluggranate, nicht tödliches Sturmgewehr,
30 Schuss. Nicht hier Sturmgewehr, 30 Schuss. Du kannst weg. Ich hätte eigentlich gerne noch mehr so Blutbeutel. 500. Blutgranate, Anti-GD, Blutgranate. Raketenwerfer hat 4 Schuss noch. Ja, ich glaube, ich gehe mal in meinen privaten Raum. Und lass mir nochmal so einen Blutbeutel geben. Eigentlich wäre auch cool gewesen, wenn ein Fredshadow und Segen. Oh, geil, Blutbeutel. Dann brauche ich hier doch nicht rein. Und noch ein Granatwerfer. Okay. Lage sondieren. Wieder ein Weg, um Hicks zu folgen. Er wird vermutlich sterben müssen, oder? Oder. Ja, Fragile. Fragile kommt doch da einfach hin. Quatschen wir mal mit ihr. Jojo. Dankeschön. So, da, warten Raum. Danke. Cool. Also. Folgender Plan. Nachdem wir eh schon wieder an der Zeit sind, würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Sollte die nächste Episode aber recht kurz sein, also dass jetzt nur noch dieser eine Endkampf ist und der, keine Ahnung, geht irgendwie 15 Minuten, dann hänge ich das an die Episode noch ran. Ansonsten wird es eine zweite Episode werden. Geht also doch noch ein bisschen länger. Doppelter Endkampf. Aber ich muss sagen, der Endkampf jetzt war nicht so schwierig, wie ich dachte. Aber es ist jetzt wirklich knapp geworden mit dem Blut. Muss mehr von diesen komischen Raupendingern da mitnehmen. Aber jetzt haben wir auch ein paar mehr Blutbeutel. Und gegen ihn müsste ich ja eigentlich normale Munition nutzen können, glaube ich. Mal ausprobieren. Aber das sehen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.